BR Heimat, Wald und Gebirge. Mit Bettina Arne, guten Morgen. Nass, kalt und ungemütlich wird dieses Wochenende. Wir wappnen uns mit Gleichmut und gehen trotzdem zusammen raus. Im Radio ist das ja gar kein Problem. Also zaudern darf man in diesem Frühling nicht. Wenn es mal längere Wolkenlücken gibt, dann nix wie raus, wer weiß, wann der nächste Schauer wiederkommt. Wir machen gleich eine Frühlingswanderung zum Faulen See im Ostallgäu. Traumhaft, wenn die Sonne auf den See scheint, wenn alles so schön glitzert. Was ich hier auch so wunderschön finde, ist, dass man so weit weg von allen Möglichen ist. Man ist wirklich mitten in der Natur. Das ist einfach traumhaft schön. Außerdem fragen wir mal nach, wie Fachleute die Gefahr durch Bären in Bayern einschätzen. Und wir wandern zum Jura-Elefanten. Das ist allerdings eine Felsformation. Thank you.
Thank you.
haben sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Hotspot für Ausflügler und Wanderer entwickelt. Vor allem an den Wochenenden sind nicht nur die Parkplätze überfüllt, sondern oft auch die Wanderwege. Dabei gibt es im Hinterland des Hopfensees einsame Pfade mit grandiosem Panorama. Zum Beispiel zwischen Rosshaupten und Rieden. Andrea Zinneker nimmt sie mit auf eine Wanderung zum Zwieselberg und zum Faulensee. Mit jedem Schritt höher in Richtung Ussenburg wird der Blick hinab auf den Forgensee und das Füssener Land eindrucksvoller. Das wellige Höhenplateau zwischen Rieden und Rosshaupten bietet mit seinen freien Flächen eine prächtige Aussicht. Auf den Arkenstein und auf den Breitenberg. Also wenn die Sonne scheint, dann ist es traumhaft, wenn so der Schnee glitzert. Denn noch überzieht der Schnee wie ein feiner Schmelz die Berge und lässt sie glänzen. Ja, es soll ja auch nur so sein. Es ist ja schließlich immer noch April. Herrlich hier draußen. Die Berge vor der Nase, der See und die grünen Wiesen. Sehr schön. Löwenzahn, Gänseblümchen, ich glaube noch Huflattich. Die ersten Schmetterlinge, Bienen. Auch ab und zu so Eidechsen und Zitronenfalter und viele Insekten. Keine Frage, die Natur lebt auf. Ein besonders schöner Rast- und Aussichtspunkt ist der sogenannte Findling, ein Felsblock auf freiem Feld unterhalb von Ussenburg. Auch Josef Helmer aus Rieden genießt das Draußensein. Ein bisschen kopierte Landschaft, nicht so ganz flach wie im Unterland. Ist schon toll da, doch, doch. Vom Findling geht es weiter hinauf nach Ussenburg und dann auf einem schmalen Sträßchen nach Vorderzwieselberg. Dabei entdecken wir Rätselhaftes. Zuerst das Schild Gründen, obwohl der Wächter des Allgäus doch ganz woanders steht und von hier auch nicht zu sehen ist. Und dann das Ortsschild Freie Republik Zwieselberg. Des Rätsels Lösung. Beim Gründen handelt es sich um einen Einödhof und was es mit der Freien Republik auf sich hat, das weiß Josef Helmer. Der Meierhans hat das nachgemacht, das Schild, gell Thomas? Der Meierhans hat das Schild nachgemacht, Freie Republik Zwieselberg. Ja, ja, das ist sein Revier da oben, der ist der Bauerober, der Meierhans. Das ist einfach der Stolz der Bürger, die da wohnen. Wir freuen uns auch immer über das Schild, dass es noch steht. Das ist eine eigene Welt. Die sind ein bisschen abgeschieden oben. Hier oben an den Südhängen des Zwieselbergs, der sich von Rosshaupten hinüber zum Senkele zieht, sagen sich zwar Fuchs und Hase gute Nacht, aber mit Reichsbürgern oder Ähnlichem hat die Freie Republik Zwieselberg nichts zu tun. Vielmehr wurde der gut 900 Meter hochgelegene Weiler schon 1316 urkundlich erwähnt und darauf sind die Einwohner genauso stolz wie auf ihre Bergfreiheit. Über Vorderzwieselberg geht es nun steil hinauf durch Bergwald und Nagelfluhgestein zum 1055 Meter hohen Gipfelgupf. Der Blick reicht bis zu den Königsschlössern und hinein ins Ammergebirge. Der Schönleitschrofen, die Hochplatte, die Krähe, dann sieht man den Tegelberg, den Säuling, dann geht es hier weiter, Tanella, dann hier zur großen und zur kleinen Schlicke. Man kann so in die Ferne schweifen mit dem Blick allein, das ist wunderbar. Und es sind wenig Leute hier oben, zu jeder Jahreszeit. Vom Zwieselberg geht es dann auf der Westseite wieder hinab und weiter Richtung Süden hinein in den Hopferwald. Mittendrin steht das Koppenkreuz. Josef Helmer kennt seine Geschichte. Um 1900 hat man das im Lech aufgefischt, das Koppenkreuz. Und dann haben sie das ausgefischt und da oben auf Koppenalm. Und da ist jetzt jedes Jahr eine Messe. Und zwar immer am 15. August. Vom Koppenkreuz erstreckt sich der dichte Hopferwald bis zur Burgruine Hopfen hoch über dem Hopfensee. Ja, Hopfenwald ist riesig. Es ist halt, ja, noch sehr unberührt. Mal hier ist alles privat vom Wald her, alles gepflegte Wälder. Einer der privaten Waldbesitzer ist Thomas Müller. 90% mal Fichte. Tanne ist relativ wenig. Wird mehr und mehr schon etwas aufforstet. Aber die wird viel von der Rehe verfressen. Wir haben einen ziemlich hohen Rehbestand noch. Die Rehe kehren sozusagen im Hopferwald ein, die Wanderer dann am Faulensee in Reinis Faulenseehütte. Die Hüttenbriegel vom Reini, die sind schon Spezialität auf jeden Fall. Wie ein Döner auf Fladenbrot zusammenklappt mit Käse, Paprika, kannst frei wählen eigentlich. Er macht selber und er ist auch gelernter Koch, meines Wissens, der Reini. Der Wurstsalat. Ja, Wurstsalat ist auch super. Kuchen macht er selber, alles gut. So lässt es sich dann gut faulenzen am schilfumrankten Faulensee.
Es ist so schön, weil es so lang sonnig ist und dann sitzt man hier so traumhaft. Wenn die Sonne auf den See scheint, wenn alles so schön glitzert. Was ich hier auch so wunderschön finde, ist, dass man so weit weg von allem Möglichen ist. Man ist wirklich mitten in der Natur. Das ist einfach traumhaft schön. Eine kleine versteckte Idylle mitten im Hopferwald. Wer will, kann den Faulensee noch umrunden oder gleich zurück nach Rieden wandern und bei öffentlicher Anreise von hier den Bus zurück zum Bahnhof in Füssen nehmen. Thank you.
Also falls Sie wissen wollen, wer verantwortlich ist für diese Wettermisere, Rudolf heißt das Tief. Wie ungemütlich das Wetter in den Bergen wird, das sagt uns jetzt die Wetterdienststelle in Innsbruck. Hallo, schönen guten Morgen nach Bayern. Das ist ein winterliches Wochenende heute in den Bergen, wobei der heutige Samstag der eindeutig günstigere Tag ist. So bleibt es heute nämlich in den meisten Gebirgsregionen bis zum Nachmittag trocken und auch die Sichten sind bei aufziehenden höheren Schichtwolken recht passabel. Einzig in den Kitzbüheler Alpen, am Wilden Kaiser und in den Osttiroler Tauern herrschen trübe Verhältnisse. Hier schneit es leicht. Und in den übrigen Gebirgsregionen beginnt es erst gegen Abend leicht zu schneien. In der neuen Woche haben wir Nordostströmung, meistens hochnebelartige Bewölkung, die bis über die meisten Gipfel der Nordalpen raufreichen. Wahrscheinlich im Verlauf der neuen Woche wird es dann doch zunehmend sonniger und Richtung nächstes Wochenende auch deutlich milder. BR Heimat, Wald und Gebirge.
Sie hören Wald und Gebirge auf BR Heimat. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Jogger im Trentino ist die Debatte um die Bären voll entbrannt. Und sie wird sehr emotional geführt. Abschuss fordern die einen, Panikmache schimpfen die anderen. Immer wieder kommen ja auch Bären zu uns nach Bayern. Zuletzt wurde im vergangenen Sommer ein Bär im Landkreis Bad Tölz gesichtet. Und deshalb wird jetzt auch bei uns die Frage diskutiert, wie groß die Gefahr durch Bären ist. Johannes Reichert berichtet. Er ist wieder da. Der Problembär. Nicht in Bayern und nicht Bruno, der wurde 2006 getötet. Jetzt sind es genau genommen 4 Problembären, die am Berg Pella in der Provinz Trentino in Norditalien getötet werden sollen. 40 Forstbeamte durchsuchen derzeit ein Gebiet von 800 Hektar. Die Bären sind zum Abschuss freigegeben, nachdem am vergangenen Donnerstag ein 26-jähriger Jogger tot auf einem Feldweg nahe der Gemeinde Caldes aufgefunden wurde, nachweislich von einem Bären getötet. Droht ein solcher Angriff auch in Bayern? Aktuell eher nicht, sagt der Wildbiologe Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei aus dem schweizerischen Graubünden. Problembären tauchten nur ganz vereinzelt auf. Dass sie sehr gefährlich sein können, zeigt ja dieser Fall in Trentino. Aber es zeigt aber auch, dass wir 25 Jahren, wo Bären wieder häufiger vorkommen, eigentlich vielleicht 2 Handvoll Fälle gehabt haben bisher. Jedoch, die Bären sind vom Menschen dort bewusst angesiedelt worden und sie vermehren sich. Allein im Trentino sollen es mittlerweile über 100 sein. Darum, so Biologe Jenny, müsse man neben den Schutz von Schafen, Rindern und Ziegen durch Zäune oder Hunde eben auch problematische Bären zum Abschuss freigeben. So wie damals bei Bruno, der auch aus Trentino einreiste und in Oberbayern Schafe und Hühner riss. Das waren die ersten Tiere, die gekommen sind und die haben schon eigentlich recht große Probleme aufgezeigt, dass man sich eben damit auseinandersetzen muss. Umweltschützer dagegen warnen vor Panik und schärferen Abschussregeln. In Bayern hätte sich die Situation kaum geändert, sagt Christian Hirneis, seit Jahrzehnten engagiert beim Bund Naturschutz und Abgeordneter im Landtag für die Grünen. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mal einzelne Bären, die bei uns vorbeigeschaut haben, sich relativ unauffällig verhalten haben und dann wieder verschwunden sind. Da wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Aus Sicht der Bären scheint Bayern kein geeigneter Lebensraum zu sein, also die Möglichkeit hätte längst bestanden. Auch die bayerischen Behörden sehen derzeit anscheinend wenig Handlungsbedarf. Der letzte sogenannte Managementplan für Braunbären in Bayern des Landesamtes für Umwelt datiert aus dem Jahr 2007. Seitdem kam es allerdings immer wieder zu Bärsichtungen, zuletzt im vergangenen Jahr bei Mittenwald. Das Tier riss 15 Schafe, es könnten damals sogar 2 Bären gewesen sein. Trotzdem kein Grund zur Unruhe, finden die Umweltschützer. Der Bär sei ja nicht auf Menschen aus. Wir haben noch keine detaillierten Informationen, was vor Ort passiert ist. In der Regel werden Bären dann aggressiv, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Bereits vor 2 Jahren wurde in der Slowakei ein Mann von einem Bären getötet. Und auch in Slowenien gibt es immer wieder Verletzte. Der jetzige Fall in Italien könnte trotzdem endgültig eine Zäsur sein. Von der freundlichen Willkommenskultur hin zur Angst vor dem Tier. Die Menschen in Trient jedenfalls sind mitgenommen. Manche haben jetzt Angst, im Wald spazieren zu gehen oder Pilze zu sammeln. Viele Landwirte sehen im Abschuss der Bären die einzige Lösung. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti will die Zahl der Bären nun gar von 100 auf 50 dezimieren. Tierschutzorganisationen laufen dagegen Sturm. Tatsächlich wurde das Projekt Live Ursus, die Wiederansiedlung von Bären in der Region, stark gefördert. 1999 wurden 10 Braunbären aus Slowenien gezielt angesiedelt und haben sich seitdem vermehrt. Ein Problembär auch in Bayern? Dass sich diese Geschichte irgendwann wiederholt, ist alles andere als ausgeschlossen. Thank you.
Im Trentino ist die Debatte um den Wolf voll entbrannt. In Bayern macht ein anderer großer Beutegreifer von sich reden, der Wolf. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist jetzt ein neues Wolfsgebiet ausgewiesen worden. Was bedeutet das? Das Gebiet Staffelsee West im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist seit Ende März das neue, jetzt siebte Wolfsgebiet in Bayern. Das hat ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt bestätigt. Als Wolfsgebiet gilt eine Region, in der die Anwesenheit von Wölfen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten dauerhaft nachgewiesen werden kann. Bestehende Wolfsgebiete in Bayern liegen im Altmühltal, im Bayerischen Wald, im Feldensteiner und Manteler Forst, im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und in der Rhön. Die Ausweisung als Wolfsgebiet ist vor allem für Weidetierhalter von Bedeutung. In einem Wolfsgebiet haben sie Anspruch auf staatliche Förderung beim Bau oder der Anschaffung von Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäunen, Nachtpferchen oder Hunden. Wegen der Wölfe, die sich dort niedergelassen haben, herrscht im Landkreis Garmisch-Partenkirchen große Aufregung. Ab Mai werden dort normalerweise die Schafe auf die Vorweide aufgetrieben. Die Almbauern sind deshalb in großer Sorge um ihre Tiere. Ingrid Wolf, Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Von Bären und Wölfen kommen wir nun zu vierbeinigen Gästen, die keine Probleme machen. 10 Steinböcke aus der Schweiz sind gestern völlig legal in die Bayerischen Alpen eingereist. Sie sollen frisches Blut in die Steinwildkolonie an der Benediktenwand bringen. Diese Kolonie umfasst rund 100 Tiere. Die stammen aber im Wesentlichen alle von 6 Gründertieren ab. Und die Biologen der Universität Zürich haben festgestellt, dass die Population durch diese Inzucht bedroht ist. Woher kommen jetzt die neuen Steinböcke? Sie sind im Wallis gefangen worden und werden nun an der Benediktenwand ausgewildert. Die Kosten von etwa 100.000 Euro, die werden auch vom Bayerischen Jagdverband finanziert, der diese großartige Wildart auch für künftige Generationen erhalten will. Thank you.
Bären, Wölfe, Steinböcke. In Wald und Gebirge haben wir noch ein Tier im Angebot, und zwar den Jura-Elefanten. Dazu begeben wir uns nach Betzenstein. Das ist Frankens kleinste Stadt. Sie liegt im Naturpark Fränkische Schweiz, Feldensteiner Forst. Das ist eines der größten geschlossenen Waldgebiete in Bayern. Kalkfels, Karstquellen, tief eingeschnittene Täler und Höhlen prägen die Landschaftsform des Weißen Jura. Und bizarre Felsformationen. Und eine heißt so, wie sie aussieht: Elefant. Sabine Göb ist von Betzenstein aus zum Jura-Elefanten gewandert. Am Boden dämpft noch das Herbstlaub die Schritte, doch oben in den Wipfeln der Buchen, da spitzt schon das frische Grün der jungen Blätter heraus. Eine ideale Zeit, um den Jura-Elefanten zu besuchen. Denn im Sommer versteckt er sich hinter dichten Baumkronen. Rangerin Isabel Stickling schürt die Vorfreude, denn der Weg lohnt sich auch ohne Elefant. Also es geht anfangs erstmal richtig kräftig bergauf. Und danach dann geht es immer rauf und runter, rauf und runter. Von Betzenstein aus gibt es mehrere Varianten. Auch das ist super beschildert. Also ich würde dann von Betzenstein aus von der Stadtmitte los, ab dem Masenhaus. Und dann gibt es wunderschöne Wege durch Streuobstwiesen, Buchenwälder. Ja, jetzt geht's steil hoch. Wir gucken jetzt in diesen Buchenwald. Die Blättchen kommen gerade raus und der Weg macht so eine Rechtsbiegung. Es wird theatralisch. Wir nennen das immer das Amphitheater. Das ist wie so ein griechisches Theater, ein Halbkreis nach vorne geöffnet, die Sonne im Hintergrund. Knappe 600 Meter hoch liegt das Amphitheater. Oben schweift der Blick rundum. Ranger Jürgen Großberger und seine Kollegin führen seit vielen Jahren durch das Gebiet mit anhaltender Begeisterung. Man kommt halt vom Acker sozusagen in den Wald rein, dann läuft man ein Stück im Wald und ja, auf einmal kommt dann so eine richtig tolle, langgezogene Wand, die schon ziemlich zerrissen ist. Einzelne Nadeln stehen frei, also so Felsnadeln. Ja, ist einfach bombastisch, weil sie sich ziemlich lang dahin zieht, Wald und auf einmal die Wand. Und wenn man sich dann überlegt, dass dieses Riff, als es entstanden ist, vielleicht 1, maximal 2 Millimeter im Jahr gewachsen ist. Also ich bin da immer begeistert davon. Wir stehen hier mitten in dem alten Meer, 200 Millionen Jahre vor uns. Und wir können das alles noch sehen. Also ich bin da immer begeistert. Es geht weiter am Riff entlang und Jürgen Großberger lässt an einer unscheinbaren runden Höhle einige Sandkörner durch seine Finger rieseln. Ja, das sind so unterirdische Flusssysteme. Man sieht es richtig schön an diesen richtig schön ausgewaschenen runden Löchern. Und was auch oft dabei ist, man sieht dann immer wieder mal auch so stellenweise so Sande, die dabei liegen. Und den sollte man dann wirklich mal in die Hand nehmen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen dem normalen Quarzsand, was jeder normal kennt, sondern ist der Dolomitsand und da ist kein Quarz drin. Also der ist richtig weich. Den haben die ja früher hergenommen zum Silberputzen und so. Jetzt wird kein Silber geputzt, sondern das Fernglas. Der Jura-Elefant ist in Sicht. Man sieht dann ganz toll den Kopf, den Rüssel, die Vorderbeine und dann den Bauch. Und dann hinten verschwindet es halt im Fels. Und er hat am Kopf wie so ein Zirkuselefant so ein Krönchen drauf. Ist halt jetzt so eine Fichte und mit Moos bewachsen. Also sehenswert auf jeden Fall. Der Elefant rührt sich nicht. Und Isabel Stickling findet, dass er sich einen richtig guten Platz ausgesucht hat, sehr angemessen für seine 200 Millionen Jahre. Das ist für mich eine der spektakulärsten Wegstrecken hier. Also Riff, Riff, Riff auf der ganzen rechten Seite. Schöner geht's nicht mehr. Manchmal so rundlich, dann wie gesagt säulenartig. Zwischendrin die Spalten. Hier sieht man so eine kleine Halbhöhle. Da vorne liegt ein Baum. Da könnte man jetzt genial Brotzeit machen, wenn man eine dabei hätte. Ja, schöner geht's nicht. Thank you.
Das Taubertal gilt zu Recht als lieblich, vor allem jetzt im Frühling, wenn alles zu blühen und sprießen beginnt. Dort sind wir gleich unterwegs nach den 10 Uhr Nachrichten. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Zehn Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Veit. Die Übersicht. Deutschland schaltet die letzten 3 Atomkraftwerke ab. Denkmäler und Wahrzeichen werden ab morgen wieder beleuchtet. Montana will als erster US-Staat TikTok ganz verbieten. Das Wetter Regen bei bis zu 10 Grad. Essenbach. Heute stellen die letzten 3 Atomkraftwerke in Deutschland den Betrieb ein. Die AKW Isar 2 bei Landshut, Emsland in Niedersachsen und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg werden voraussichtlich am späten Abend abgeschaltet. Damit endet in Deutschland nach mehr als 60 Jahren die Stromproduktion aus Kernenergie. Bundesumweltministerin Lemke zeigte sich erleichtert über die Abschaltung. Dadurch werde Deutschland sicherer. Bis zuletzt bekräftigten Politiker anderer Parteien hingegen ihre Kritik am Ausstieg. CDU-Chef Merz sagte, es könne nicht sein, dass Deutschland 3 Kernkraftwerke vom Netz nehme, die die sichersten der Welt seien. Beschlossen wurde der Atomausstieg 2011 von der schwarz-gelben Bundesregierung von Kanzlerin Merkel unter dem Eindruck der Katastrophe im japanischen Fukushima. Berlin. Ab morgen werden wieder öffentliche Gebäude, Kirchen und Wahrzeichen in der Nacht beleuchtet.
Der Grund: die Energiesparverordnung des Bundes endet heute. Die Bundesregierung hatte die Vorschrift im vergangenen Spätsommer erlassen und damit auf die Energiekrise reagiert. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund bewertet das Ende der Maßnahme positiv und verweist darauf, dass es derzeit keinen Gasmangel gibt. In Bayern wollen allerdings manche Städte weiterhin sparsamer oder gar nicht beleuchten, etwa Regensburg. Die Stadt sieht diese Maßnahme als Teil des selbstgesetzten Ziels bei der Reduktion von Treibhausgasen. Auch in Ansbach soll es erstmal noch weiter dunkel bleiben und Aschaffenburg verzichtet darauf, die Stadthalle anzustrahlen. In München dagegen gehen die ersten Lichter schon heute Abend wieder an. Schloss Neuschwanstein wird ab morgen wieder beleuchtet. Berlin. Führende Wirtschaftsverbände vermissen ein klares Konzept bei der Digitalisierung der Verwaltung. In einem Eckpunktepapier kritisieren die Spitzenvertreter den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einem neuen Online-Zugangsgesetz in scharfen Worten. Demnach fehlten klare Fristen, die den Verwaltungen vorschreiben, bis wann sie bestimmte Dienstleistungen online anbieten müssen. Außerdem sehen die Verbände keinen klaren Plan zum Abbau der Bürokratie. Konkret heißt es in dem Papier: ineffiziente Prozesse würden nicht automatisch besser, weil sie digitalisiert würden. Dafür brauche es mehr. Die erste Version des Gesetzes zur Digitalisierung der Verwaltung war vor 6 Jahren in Kraft getreten. Da die Umsetzung hinterherhinkte, wurde die Regelung überarbeitet. Das Bundeskabinett soll in den kommenden Wochen über die Novelle entscheiden. Moskau. In Russland können Männer ab sofort leichter zum Militär eingezogen werden. Präsident Putin hat eine entsprechende Gesetzesänderung unterschrieben. Demnach müssen Einberufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Online erfasste Wehrpflichtige dürfen Russland bis zur Vorstellung bei der Armee nicht mehr verlassen. Im Herbst waren bei einer ersten Mobilisierungswelle hunderttausende Männer ins Ausland geflohen. Helena. Montana will als erster US-Bundesstaat die chinesische Videoplattform TikTok ganz verbieten. Ein entsprechendes Gesetz hat das Abgeordnetenhaus verabschiedet. Um in Kraft zu treten, muss es aber noch vom zuständigen Gouverneur unterschrieben werden. Die neue Vorschrift verbietet es, die App anzubieten. Nutzer, die die App bereits auf ihren Geräten haben, wären nicht betroffen. In den USA kommt TikTok immer stärker unter politischen Druck. Die Regierung von Präsident Biden hat die App auf den Handys von Regierungsmitarbeitern bereits verboten. Das Wetter in Bayern: im Westen freundliche Abschnitte, später überall bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. In der Nacht besonders in Alpennähe regnerisch, Tiefstemperaturen um 4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wenig Wetteränderung, Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Soweit die Nachrichten. Gleich 10.05 Uhr. Noch eine Verkehrsmeldung von der A8 Salzburg Richtung München. Zwischen Aachenmühle und Rohrdorf ist nach einem Lkw-Unfall die rechte Spur blockiert. Soweit dieser Hinweis. BR Heimat, Wald und Gebirge. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Das ist ein Wochenende, das sich so gar nicht nach Frühling anfühlt. Aber wenn wir schon nicht draußen unterwegs sein können, dann können wir natürlich prima Touren für bessere Tage planen. Und was wir für Vorschläge haben, das sage ich Ihnen gleich nach den Hallgrafen.
Langlaufen nach Ostern? Das geht doch gar nicht. Doch, es geht schon. Im Oberallgäuer Grasgehren. Da kann man tatsächlich heute und morgen noch in die Loipe steigen. Ich liebe den Winter total. Und finde es total cool, dass es hier jetzt kurzfristig die Hochloipe noch gibt. So kann ich das nochmal ausnutzen. Wirklich wunderbar, weil es ist ja nirgends mehr im Tal irgendwas. Und hier ist immer bis in Mai rein eigentlich ein Schneeloch. Grandios, super Idee. Hoffentlich trägt sich's und die machen es wieder nächstes Jahr. Langlaufen Mitte April, wer's mag. Aber die meisten freuen sich wohl eher aufs Wandern. Wir sind gleich im Taubertal unterwegs und machen außerdem eine geologische Wanderung auf den Ochsenkopf. Schön, dass Sie mit dabei sind.
In den höheren Lagen ist wieder Schnee runtergekommen und viele meinen, es wäre dann mal langsam Zeit für wärmere Temperaturen. In Grasgern im Oberallgäu, da ist man über den verlängerten Winter allerdings ganz glücklich. Die Skilifte haben zwar am Ostermontag zugemacht, aber jetzt gibt es auf 1500 Metern Bayerns einzige Pop-up-Hochloipe. Katharina Reichert war für uns dort. Zwei Klicks und die Langlaufskier sind angeschnallt. Dorothee Pregler aus Fischen ist voller Vorfreude auf die Loipe unterhalb des Riedberger Horns. Ja, ich nutze dieses Sonnenloch aus, um diese fantastische, diese erst einmalige Hochloipe auszutesten. Der Schnee an der Talstation der Grasgärenlifte ist etwas sulzig. 2 Grad hat es und in der Nacht zuvor geregnet. Gerade aber kommt die Sonne etwas durch die Wolken. Weiter oben immer noch Winterwunderland. Mehr als 70 Zentimeter Schnee liegen dort. Auch die Bäume sind noch weiß. Wer hier langlaufen will, sollte kein Anfänger sein, sagt Pius Steurer, Nachwuchsprofi vom SC Thalkirchdorf, der seine Trainingseinheit gerade beendet hat. Eigentlich ganz gut. Also die Loipe ist da ziemlich anspruchsvoll, weil das erste Stück geht ja die Familienabfahrt hoch und oben ist eine kleine 300 Meter Runde oder so. Man muss geübt sein, man muss eine gute Kondition haben, aber passt. Für ihn und die anderen Langlaufprofis aus der Region ist es derzeit die letzte Trainingsmöglichkeit, draußen im Schnee. Deshalb ist auch der Allgäuer Olympiateilnehmer Friedrich Moch nach Grasgären gekommen. Wir sind ab und zu nach am Even die Skipiste hochgelaufen. Aber da muss man ein bisschen aufpassen mit den Skifahrern. Und ja, hier ist es eigentlich noch die einzigste Loipe, wo man skating und klassisch laufen kann. Die Langlaufprofis finden es eine super Idee, die Skipiste zur Loipe umzufunktionieren. Ja, ist eigentlich ganz cool, dass man hier das noch den Schnee ausnutzt und man hier noch ein bisschen laufen kann, dass noch gespurt wird. Jetzt soll es ein bisschen langsam, weil es ein bisschen reingeregnet hat und nasser Neuschnee da ist, aber sonst ist es noch ganz schön. Die Idee dazu hatte Tobias Lienemann, Geschäftsführer der Grasgärenlifte. Aktuell testet Käsbohrer mit einer rein elektrischen Walze hier im Skigebiet, einem Loipenspurgerät. Und da dachten wir, okay, dann ziehen wir auf unserer Familienpiste einfach mal entgegen der Richtung eine Spur. Während vormittags eher die Profis und einzelne Langlaufsportler und Sportlerinnen unterwegs sind, kommen nachmittags sogar noch einmal einige Skiclubs ans Riedberger Horn und verlängern die Wintersaison. 4 Euro kostet die Benutzung der Loipe. Geöffnet ist sie noch bis Sonntag. Die Wintersportfans sind begeistert. Ich liebe den Winter total. Und finde es total cool, dass es hier jetzt kurzfristig die Hochloipe noch gibt. So kann ich das nochmal ausnutzen. Wirklich wunderbar, weil es ist ja nur ins Mental irgendwas. Und hier ist immer bis in Mai rein eigentlich ein Schneeloch. Grandios, super Idee. Hoffentlich trägt sich's und die machen es wieder nächstes Jahr. Thank you.
Vom Winter in den Frühling. Ja, das Wetter lockt uns nicht nach draußen, aber wir sind im April und der ist ja immer für eine Überraschung gut. Vielleicht mogeln sich da doch mal ein paar Sonnenstrahlen ins Regengrau. Dann nix wie raus zu einer Frühlingstour. Jochen Wopser schlägt das Taubertal vor, und zwar den Wanderweg LT8. Das ist eine 15 Kilometer Tour mit einigen Anstiegen und vielen Ausblicken. Startpunkt ist Großrinderfeld im Main-Tauber-Kreis. Die Wanderwarte Norbert Deckert, Bernd Leuchtweiß und Großrinderfelds Ortsvorsteher Walter Lutz, sie nehmen mich mit auf einen ihrer Lieblingswege. Vom Rathaus geht's den weiß-blauen LT8-Zeichen hinterher, weiße Schrift auf blauem Grund, vorbei an Scheunen, Fachwerkhäusern und am ersten historischen Bildstock dieser Tour. Ja, das ist ein Pietà-Bildstock zu Ehren der schmerzhaften Mutter Maria. Wir sind ja im Madonnenländchen. Allein in Großrinderfeld gibt es über 56 dieser historischen Bildstücke. Das sind Kleindenkmale, die auch einen Teil unserer Kultur ausmachen. Schon sind die Häuser und Höfe hinter uns. Durch die Feldflur geht's bergan. Für die nächsten 15 Kilometer werden wir ganz in der Natur sein. Hier ist man halt nicht nach einer halben Stunde wieder an einem Kaffee, sondern hier genießt man einfach Natur und die Aussicht. Und die gibt's jetzt vom Heusamer Berg. In die Rhön, in den Odenwald, darüber ins Bauland. Du kannst unheimlich weit schauen hier, teilweise bis zu 60 Kilometer. Mhm. Und dann geht's ja in den Spessart drüber, also die Aussicht ist schon toll. Durch einen ausgedehnten Hochwald geht es wieder hinab. An einem Baum hängt neben dem LT8-Zeichen ein verwitterter Wegweiser, Liebfrauenbrunnkapelle. Das ist ja der absolute kulturelle Höhepunkt. Da geht's jetzt wieder so ein ganz schmales Pfädle durch den Wald. Wenn man Stille will, dann geht man daher. Und wenn man Wasser holen will. Und zwar Heilwasser, das bei allerhand Leiden helfen soll. Quelle und Entnahmestelle sind direkt unter der Kapelle. Und da führt auch unser Weg lang. Und durch. Und da ist diese Quelle. Am Flussufer entlang und weiter über einen Wiesenweg geht's wieder aufwärts. 60 Höhenmeter durch einen schmalen Waldweg. Also musst du schon ein bisschen Kondition haben. Und eine Belohnung vor Augen, den Tauberblick. So, jetzt sind wir da. Ein weiterer Fernblick wie von einer Aussichtskanzel. Der perfekte Ort für eine Rast auf halber Strecke. Also da ist Tauberbischofsheim, da hinten ist Hochhausen, Werbach. Und da die Taubertalberge, da unten die Tauber, die sich da im Tal entlang schlängelt. Da geht ihm das Herz auf, ne? Dann schlängelt sich der LT8 durch das Naturschutzgebiet am Lindenberg. Zum letzten Anstieg der Tour, hoch in die verwilderten Weinberge. Vom Hungerbrunnen hoch zum Beilberg. Zauberhaft schön. Wir gehen fast wie durch den Urwald durch. Das waren alles Weinberge, das sieht man da ja noch an diesen Riegeln. Und da alle 50 Meter sind dann diese Steinhaufen, die gehen durch den ganzen Wald hoch. Einen Restanstieg haben wir noch, dann schlendert er gemächlich aus, der LT8. Ein Rundweg, der alles bietet, was das liebliche Taubertal so lieblich und erlebenswert macht. Thank you.
BR Heimat, Wald und Gebirge. Huld, Jo, 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 Hu
Also an diesem Wochenende werden wir wohl eher nicht Fenster putzen. Aber wenn die Sonne scheint, dann hält uns nichts mehr. Dann haben die meisten von uns das dringende Bedürfnis, für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Frühjahrsputz. Machen Tiere das eigentlich auch? Renate Rosberger hat versucht, das für uns im Bayerischen Wald herauszufinden. Fenster putzen, Betten waschen, Frühjahrsputz ist offenbar ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Wenn es wieder schöner wird, dann habe ich irgendwie den Drang, dass ich jetzt putzen will. Alles. Küchenkästeln ausräumen, Wohnzimmerschrank ausräumen, Schlafzimmer umräumen, alles. Also von Boden bis Deck, also einmal wieder durchs Haus, dass alles wieder frisch ist. Auch manche Tiere mögen es gern wieder frisch. Die Störche zum Beispiel. Sie richten gemeinschaftlich, also Männlein und Weiblein, den alten Horst wieder neu her. Ausbessern, aufbauen. Weil das alte Nest ist mittlerweile über den Winter oft schon verkompostiert. Deswegen müssen da immer wieder Stöcke draufgelagert werden, damit ein Nachwuchs nichts passiert durch Nässe. Auch Stare machen einen Frühjahrsputz, erzählt Markus Schmidberger vom Landesbund für Vogelschutz in Cham. Allerdings eher unkonventionell. Weil das muss rausfliegen, das gleiche Material, also schaut echt nicht anders aus, trage es wieder rein. Und ich habe auch schon gesehen, ich weiß nicht, ob es dann der gleiche Star war, weil bei mir wurde einfach mehrere. Das Material, was der andere rausgeschmissen hat, pflückt einer wieder vom Boden weg, weil es natürlich eine schöne halbe, perfekte Länge und ab in den neuen starren Kobel hinein. Manche sind sogar die reinsten Deko-Fans, Elstern zum Beispiel. Sie bauen gern alles Mögliche ins Nest ein, das glänzt, vom Stückchen Alufolie bis zu einer kleinen bunten Glasscherbe. Aber das sind sie nicht die einzigen, erzählt die Biologin Angelika Nelson. Ich habe letztens bei mir im Garten beobachtet, dass ein Star eine Blume abgerissen hat. Die machen das auch wirklich nur zum Schmücken, um die Weibchen zu beeindrucken. Da gibt es eben zum Beispiel auch Vogelarten in Australien, die das ganz, ganz toll machen. Also da haben manche dann wirklich Vorlieben für Blau und andere für Rosa. Und da können sich dann die Weibchen ganz genau auswählen, was sie denn gern hätten. Etwas handfester wird im Bienenstock geputzt. Tote Bienen vom Winter und Abfall schmeißen die Tierchen im Frühjahr konsequent raus. Ebenso machen es die Ameisen, sagt Annette Lafer vom Naturpark Oberer Bayerischer Wald. Im Frühjahr, wenn sie dann aufwachen, dann werden sie aktiv und müssen erst mal reparieren, was so kaputt gegangen ist über den Winter. Also zum Beispiel, wenn ein Specht drin war und was rausgeholt hat, dann machen sie die Löcher zu, reinigen natürlich auch die Eingänge. Und dann machen sie etwas ziemlich Ungewöhnliches. Da ist der Ameisenhaufen schwarz oben, weil alle Ameisen drauf sitzen und sich sonnen, sitzen sie nebeneinander und dann gehen sie immer nach und nach rein und bringen die Wärme richtig in den Bau, damit der sich wieder aufheizt. Also ist auch in die Sonne legen nichts, was wir Menschen exklusiv machen. Thank you.
Früher, als es kaum Autos gab, da hat man alpinen Sport direkt vor der Haustür ausgeübt. Aus dieser Zeit stammt noch die Skihütte am Berghang über Kaufbeuren. Und da steht auch noch ein altes Informationsschild, das zeigt Skitouren in der Umgebung. Nun, dafür braucht es inzwischen schon besonderes Schneeglück, das es in diesem Winter ja praktisch gar nicht gegeben hat. Trotzdem ist diese Skihütte ein beliebtes Ausflugsziel, auch für den Oberbürgermeister von Kaufbeuren, Stefan Bosse. Hier hat vor über 100 Jahren der Skiclub diese Hütte errichtet. Tatsächlich ist es einer meiner Lieblingsplätze in der Stadt, weil man sehr schön ins Gebirge rausschaut, das ganze Allgäu vor sich hat. Zum anderen kann man von hier aus starten und schöne Wanderungen unternehmen, unter anderem die Via Aqua. Das ist ein Rundwanderweg, den das Wasserwerk angelegt hat. Der führt von der Skihütte hoch zum Römerturm in Klein-Kemnath und dann in der Runde wieder zurück zur Skihütte. Und das ist letztlich eines unserer großen Wassereinzugsgebiete für die Trinkwasserversorgung der Kaufbeurer Bevölkerung. Die Via Aqua führt 7 Kilometer lang über den Höhenrücken. Im Süden reicht die Aussicht über die Alpenkette von der Zugspitze bis zu den Tannheimer Bergen. So lässt sich das Alpenvorland von hier aus natürlich auch ohne Ski gut erwandern, auf Wegen, die sich gerade jetzt im beginnenden Frühjahr sehr gut eignen. Und bewirtschaftet wird die Skihütte auch heute immer noch. Nur mittwochs, da ist Ruhetag.
Sie hören Wald und Gebirge auf BR Heimat. Bereits Johann Wolfgang von Goethe und der Naturforscher Alexander von Humboldt waren von der Geologie im Fichtelgebirge fasziniert. Humboldt hat hier sogar einige Jahre als Oberbergmeister gearbeitet. Die unterschiedlichen Gesteinsschichten und Bodenschätze sorgten seit dem 16. Jahrhundert für das Einkommen der Menschen rund um den Ochsenkopf. Gold, Silber, Zinn, Eisen, Erz. Über die Jahrhunderte ist dadurch die heutige Kulturlandschaft entstanden, die Uli Nicola zusammen mit einer Geopark-Rangerin erkundet hat. Wer die Geologie am Ochsenkopf näher kennenlernen möchte, startet am besten am Meilerplatz in Neubau im Fichtelgebirge. Denn dort beginnt der 7 Kilometer lange Bergwerksrundweg mit mehreren Erklärstationen zu den Gesteinsarten und dem ehemaligen Bergbau. Da sehen wir auch das typische Zeichen für den Bergbau, das ist das sogenannte Gezehr. Gezäher geschrieben, also mit Ä und H in der Mitte. Und das ist Eisen und Schlegel. Und dann hat man so wie Hammer und Meißel angesetzt und eben da am Berg geklopft und das Erz rausgeschlagen. Rangerin Christine Roth vom Geopark Bayern-Böhmen geht auf den geführten Wanderungen gerne hier entlang. Immer wieder zeigt sie auf die Steine und Felsen am Wegesrand. Das Helle ist der Quarz. Das ist ja ein Mineral, was auch im Granit vorkommt, aber es kommt eben auch als Ganggestein vor. Das Schwarze, das sind die Eisenerze, die sich hier niedergeschlagen haben und hier eben ein dreiwertiges Eisen, das nicht mehr rostet, wenn es mit Wassersauerstoff in Kontakt kommt. Auf der Wanderung durch den Fichtenwald ist es angenehm still. Ganz anders ging es hier in den vergangenen Jahrhunderten zu. An manchen Stellen haben an die 100 Arbeiter gleichzeitig geschuftet, um die verschiedenen Gesteinsarten abzubauen und abzutransportieren oder teilweise sofort zu verarbeiten. Rechts und links des Weges erkennen wir noch kleinere und größere Gruben, sogenannte Pingen. 17. Jahrhundert hat man dann hier angefangen, dieses Erz in größeren Stile abzubauen. Und dann erst später ist man dann auch in den Berg reingegangen, also Untertageabbau. Vor rund 100 Jahren endete dann der Erzabbau im Fichtelgebirge, weil das Erz beispielsweise in Österreich günstiger gewonnen werden konnte. Am Ochsenkopf wurde aber auch noch anderes Gestein abgebaut, beispielsweise der grün-schwarze Proterobas, der sich durch den Granitkörper des Ochsenkopfes zieht. Der Gang ist 8 Kilometer lang, 20 bis 30 Meter breit und das Material, das Magma, kam tief vom Erdmantel, also aus 40 bis 150 Kilometer Tiefe. Der Proterobas wurde früher gleich an Ort und Stelle verarbeitet, in einer der Waldglashütten. Ein symbolischer Ofengrundriss und zwei Informationstafeln weisen auf einen der ehemaligen Standorte hin. Dort holt Rangerin Christine Roth eine Dose aus ihrem Rucksack hervor. Da schauen wir jetzt mal. Wir haben ein paar Muster dabei. Vom Stein selber, vom Proterobas. Vor mehr als 500 Jahren hat man halt durch Zufall festgestellt, wenn dieser Stein in Kontakt mit Hitze, mit Feuer kommt, zum Schmelzen braucht man über 1300 Grad. Da hat man dann auch Knöpfe oder Glasperlen gefertigt. Glasperlen für die Rosengrenze, wie zum Beispiel hier. Aber auch Pflastersteine wurden aus Proterobas hergestellt und in vielen Orten verlegt, wie beispielsweise im nahegelegenen Bayreuth und in Marktredwitz. Um die Meiler- und Glashütten mitten im Wald zu betreiben, nutzten die Menschen das Holz zum Befeuern der Schmelzöfen und Wasser aus den Bächen zum Ablöschen. Manchmal musste allerdings nachgeholfen werden. Wir stehen jetzt hier am Boxgraben, ein altes Ingenieurbauwerk, ein ganz besonderes. Der wurde künstlich angelegt, das ist ein Wassergraben, der hier aus dem Quellgebiet der Steinach rüberführt nach Fichtelberg-Neubau, wo man das Wasser gebraucht hat für die Eisenerzaufbereitung. Obwohl er künstlich angelegt wurde, schlängelt sich der Boxgraben malerisch durch den Wald und ein schmaler Wanderweg folgt dem Lauf des Wassers. Das Highlight auf der Runde hier mit grünen Bäumen, das Wasser, die Luft, einfach ein wunderschöner Ausflug. Thank you.
Es hat weit heruntergeschneit in den Bergen. Bitte bedenken Sie das, wenn Sie auf Tour gehen, wenn das Wetter wieder besser wird. Denn die Bergwacht hat in den vergangenen Tagen wieder einige Menschen retten müssen, die im Schnee ihren Weg verloren hatten. Bissel denken, bevor man losgeht, schadet nicht. Sie und ich, wir wissen das natürlich. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Elf Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Peter Veit. Die Übersicht. Kommission legt Einigungsempfehlung für Tarifstreit im öffentlichen Dienst vor. In Deutschland endet die Ära der Atomkraft. Kartellamt prüft Preispolitik der Energieversorger. Das Wetter Regen bei bis zu 10 Grad.
Berlin. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Schlichtungskommission eine Einigungsempfehlung vorgelegt. Sie schlug für die 2,5 Millionen Beschäftigten einen Mindestbetrag von 200 Euro und eine anschließende Erhöhung um 5,5% vor, wie die Tarifparteien am Vormittag mitteilten. Auch soll es laut dem Schiedsspruch einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro geben. Mit dieser Empfehlung ist der Tarifstreit aber noch nicht beendet. Sie ist nur die Grundlage für die Fortsetzung der Tarifverhandlungen, die am 22. April in Potsdam wieder aufgenommen werden sollen. Wenn dort keine Einigung erzielt wird, könnten die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleiten. Berlin. In Deutschland gehen heute die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz. Bei Isar 2 in Niederbayern wird nach Angaben des Betreibers ab etwa 23.30 Uhr keine Einspeisung in das Stromnetz mehr erfolgen. Etwa eine Viertelstunde später wird der Reaktor abgeschaltet. Die AKW Emsland in Niedersachsen und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg werden voraussichtlich ebenfalls kurz vor Mitternacht abgeschaltet. Damit endet in Deutschland nach 6 Jahrzehnten die Ära der Atomenergie. Die politische Debatte um die Kernkraft geht allerdings weiter. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, er glaube an eine Neuauflage der Kernenergie, sollte die Union die nächste Bundestagswahl gewinnen. Bonn. Das Bundeskartellamt ist Energieversorgern auf der Spur, die sich nicht an die Preisbremsen halten. Kartellamtspräsident Mund sagte der Rheinischen Post, für diese Ermittlungen sei eigens eine Abteilung eingerichtet worden. Laut dem Behördenchef gehen die Mitarbeiter derzeit einer 4-stelligen Zahl von Bürgerbeschwerden nach. Ziel ist es herauszufinden, welcher Energieversorger unberechtigt staatliche Subventionen einstreicht. Für Strom liegt der Preisdeckel bei 40 Cent pro Kilowattstunde, für Gas bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Wenn die Endpreise der Energieversorger darüber liegen, zahlt der Staat die Differenz. Es besteht der Verdacht, dass viele Energieversorger dies ausnutzen und ihre Endpreise hoch ansetzen, obwohl sie selbst die Energie gar nicht so teuer einkaufen. Tokio. Während eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Kishida ist in der Nähe eine Rauchbombe explodiert. Wie mehrere japanische Medien berichten, sei Kishida unverletzt in Sicherheit gebracht worden. In der Präfektur Wakayama wollte Kishida eine Rede zur Unterstützung eines Kandidaten seiner liberal-demokratischen Partei halten. Den Berichten zufolge explodierte die Rauchbombe kurz vor dem Auftritt mit lautem Knall. Sicherheitskräfte hätten daraufhin einen Mann überwältigt. Im Juli vergangenen Jahres war Kishidas Vorgänger Abe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara auf offener Straße erschossen worden. Das Attentat auf den Ministerpräsidenten löste weltweit Fassungslosigkeit aus. New York. Das berühmte New Yorker Bügeleisengebäude soll Ende Mai zum zweiten Mal versteigert werden. Eigentlich war das Flatiron Building schon Ende März bei einer spektakulären Auktion für 190 Millionen Dollar an einen neuen Besitzer gegangen. Dieser hatte aber die Anzahlung in Höhe von 19 Millionen Dollar nicht fristgerecht geleistet. Damit verfiel sein Recht auf den Kauf. Die Auktion war von einem Richter angeordnet worden, weil sich die Besitzer, allesamt Immobilienfirmen, über die Zukunft des Gebäudes zerstritten hatten. Das dreieckige, etwa 90 Meter hohe Flatiron Building wurde im Jahr 1902 eröffnet und war in zahlreichen Filmen und Fernsehserien zu sehen. Das Wetter in Bayern, im Westen freundliche Abschnitte, später überall bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. Nachts besonders in Alpennähe regnerisch. Tiefstemperaturen um 4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wenig Wetteränderung. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Soweit die Nachrichten. 11 Uhr und 5 Minuten. Die Verkehrsmeldungen: A8 Salzburg Richtung München. Zwischen Aachenmühle und Rohrdorf ist nach einem LKW-Unfall die rechte Spur blockiert. Deswegen 11 Kilometer Stau. A93 Weiden Richtung Regensburg. Zwischen Schwandorf Süd und Teublitz steht ein brennender PKW, deswegen Sichtbehinderungen durch Rauch. Und A99 Ostumfahrung München Richtung Salzburg, zwischen Ottobrunn und Kreuz München Süd ein Unfall im Baustellenbereich. Soweit die Verkehrsübersicht.